Liebe Freundinnen, liebe Freunde, der Ostermarsch wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Die Friedensbewegung hat einen langen Atem. Und wir geben erst nach, wenn Rüstung und Kriegsgefahr keinen Menschen mehr bedrohen und wenn wir alle in Frieden leben können. Und deshalb füllen wir diese Vision mit Leben, indem möglichst viele von euch eine Friedensdekoration, die alle draußen sehen können, an ihrem Haus anbringen und ein Bild dieses Werkes für den Frieden, für das Hochladen auf die zentrale Seite der Friedenskooperative zum Ostermarsch senden. Dieses Lied, das ich jetzt spielen möchte, habe ich 1982 geschrieben. Und ich war unglaublich glücklich und stolz, als ein Jahr später die großartige Joan Baez dieses Lied in ihr Programm aufgenommen hat und in die Welt hinausgetragen hat. Wenn unsere Brüder kommen mit Bomben und Gewehren, dann wollen wir sie umarmen, dann wollen wir uns nicht wehren. Sie sehen aus wie Feinde, sie tragen Uniformen, sie sind wie wir verblendet und festgefahren in Normen. Auch wenn sie anders sprechen, wir wollen mit ihnen reden. Es sollen die Präsidenten sich doch allein befehden. Jedoch bevor sie kommen, wäre es gut, sich zu besinnen. Ein jeder muss die Liebe mit sich allein beginnen. Wenn unsere Brüder kommen mit Bomben und Gewehren, dann wollen wir sie umarmen, dann wollen wir uns nicht wehren. Dann wollen wir sie umarmen, dann wollen wir uns nicht wehren.